Hi, ich bin der Petro aus der Bike Boutique in Frankfurt und ich stelle euch heute das Artus Single Speed von der Berliner Marke Schindelhauer vor. Der Artus kommt in Graphit Schwarz mit einem modernen wie auch klassischen Design. Klassisch vor allem durch den Leder Brooksattel und den Leder Schindelhauer Griffen. Der Rahmen ist aus Aluminium und dadurch ziemlich leicht. Das Rad wiegt gerade einmal 13,4 Kilo. Es handelt sich um ein Single Speed, das heißt, das Rad hat keine Gangschaltung, aber ihr habt eine E-Unterstützung. Das heißt, in der Stadt, wenn ihr zum Beispiel an der Ampel steht, wenn ihr bergauf fahrt, generell, wenn ihr einfach keine Lust habt, selbst viel Kraft in die Pedale zu geben, könnt ihr den Motor anwerfen und euch unterstützen lassen. Mein Highlight: Ihr habt vorne wie hinten ein integriertes Lichtsystem von Lightskin. Einmal hier hinten in der Sattelstütze und einmal vorne im Lenker verbaut. Wie das Ganze sich in der Stadt fährt, wollen wir jetzt herausfinden. So, wie ihr seht, ich bin den Artus mit Schutzblechen gefahren. Die kann man sich je nach Wünschen dazu konfigurieren. Der Artus fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Man kann ihn mit oder ohne Unterstützung fahren, wie einem das beliebig ist. Und vor allem durch den breiten Lenker hat man eine gute Kontrolle über das Rad. Die Reifen sind auch nicht zu dünn, dass man beim Bordstein runterfahren kann. Alles in allem das perfekte Stadtrad. So, da sind wir wieder. Das Artus fährt sich wirklich sehr schnell, sehr effizient. Was mir sehr gut gefällt, ist, durch den Zahnriemen und die fehlende Gangschaltung ist das Rad sehr wartungsarm. Was man bedenken muss, ist, der Akku ist nicht herausnehmbar. Ihr müsst die Möglichkeit haben, das Rad an der Steckdose zu laden. Dafür ist es dadurch aber minimalistischer im Design und einiges leichter. Zum Schluss lässt sich noch sagen, ihr habt drei verschiedene Unterstützungsstufen. Mit denen habe ich während der Fahrt ein bisschen rumgespielt. Je nachdem, wie ihr Lust habt, könnt ihr die einstellen. Auch während dem Fahren. Wenn ihr das Rad mal testen wollt oder uns ausfragen wollt über das Rad, macht einen Termin bei uns aus und kommt vorbei.